It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Servus zusammen, einen wunderschönen guten Abend hier beim Magenpokal. Gleich geht's los nach dem Intro. Viel Spaß.
So, auf geht's, liebe Zuschauer. Servus, einen wunderschönen guten Abend hier bei dem lieben Pokal am heutigen Abend. Magenpokal hier auf dem Spielberg oder Red Bull Ring, wie man es auch immer nennen mag. An meiner Seite darf ich heute den lieben Lou begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend, Lou. Guten Abend zusammen. Sehr schön. Genau, und da schreibt es auch der liebe Rascal, schreibt es rein aus Luxemburg. Ja, wir werden es diesmal aus Luxemburg machen. Sehr schön. So, Lou, wie hast du bis jetzt die Tage verbracht? Das lange Wochenende quasi, was ja uns so bevorsteht. Lou? Ja. Sehr schön. Ja, und hier kommt auch noch unser Safety Car Fahrer. Einen wunderschönen guten Abend, Mike. Schön, dass du da bist. Guten Abend. So. So, okay. Lou, zu meiner Frage nochmal. Wie hast du bis jetzt das Wochenende verbracht? Gearbeitet. Ruhig und zwischendurch mal ein Rennen gefahren. Ohne groß. Genau. Also, der Lou ist noch dabei und der Mike. Lou schaut ein bisschen drüber, Mike, und sagt, wenn jetzt beim Start zum Beispiel was ist, wegen dem Safety Car. Dass perfekt. Du dich nicht wunderst. Genau. So, ich blende dann wieder alles ein. Ich blende es dann auch mal. Ich weiß nicht, hast du einen Stream an, Mike? Nebenbei laufen? Noch nicht, aber werde ich gleich tun. Okay. Weil dann habe ich das, dann mache ich es ja auch wieder über die Flaggen, dann siehst du es auch noch besser. Genau. Na, so. Ich bin gespannt. Seid ihr mal den kurzen Short Track quasi gefahren? Ach, schon eine Weile her. Okay. Also mit GT2 definitiv noch nicht. Das okay. ist schon, glaube ich, eine Herausforderung für die Jungs heute. Das glaube ich auch. Nach gestern Suzuka, viele, oder eigentlich sagen fast alle, sind ja gestern Suzuka mitgefahren. Ich glaube, drei nicht, wo ich jetzt mal so Starterliste überflogen habe. Und jetzt Umstieg, sage ich mal, dann auf den kurzen Ring. Wird interessant werden. Ich denke mal, der Arsch brennt beim einigen noch. So, dann schauen wir mal Minky mit einer neuen Lackierung, so wie ich gerade sehe. Ja, ein Potpourri von ihm und war sein Wunsch, im Hotdog Pizza Design den neuen Publikum-Flügel zu fahren heute. Okay. Wieso ist er jetzt neu? Hat er einen neuen Sponsor mit Pizzalieferanten? Nein. Wäre ja möglich. So. Aber es war ja unser Design gestern auch beim GTEC-Rennen und ja, klar. Es war der Wunsch und der Chris hat für den Heim Grand Prix quasi freigegeben und ab nächstes Rennen aber dann wieder seine Schokoladenzigaretten. Okay. So, ich bin mal weg hier mal aus dem Bild. So, was glaubt ihr für Zeiten jetzt dann im Top Qualifying hier? Ich habe keine Idee. Ja. Mike, du hast keine Idee? Lou, du? Nee. Oh, also die 44 haben wir ja gerade eben schon gesehen. Also ich denke, die wird ja, wenn nicht sogar eventuell 43. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja. So. Dann schauen wir doch mal auf die Leute hier. MBR heute auch wieder stark vertreten. Aggressive Beats. MBR Heinz. Der liebe Gaskell. Oder Cäsar haben wir doch, glaube ich, das letzte Mal genannt. Aus Luxemburg. Oder war ich immer keine sicher, wo er überhaupt herkommt. Für die Zuschauer, die es nicht wissen, Mike, was fährst du denn für ein Auto? Als Safety Car. BMW M4 dürfen wir diese Saison fahren. Sehr schön. Wie bist du zufrieden mit deinem neuen Gefährt? Entspannt. Sehr schön. Hast du irgendwelche von der Rennleitung quasi welche Vorgaben, ab wann du wegfahren musst quasi? Vor Start und Ziel, nach Start und Ziel? Oder wie habt ihr das mit dem Safety Car jetzt gelöst? Gut, wir haben uns quasi Warm-Up-Lab hinter dem Safety Car, das heißt, ich versuche natürlich schon
einigermaßen ein bisschen Speed mitzunehmen, dass die Reifen nicht allzu kalt werden bei den Jungs, weil ja doch GT2 einige schneller ist auf dem kurzen Kurs. Nach der langgezogenen rechts bergauf werden die Lichter ausgeschaltet als Ankündigung, dass ich quasi in die Box gehe und dann übernimmt der Pro-Setter das Feld und auch das Tempo quasi, bis er das Rennen freigibt. Und die erste Runde bleiben wir quasi mit dem Safety Car immer parat, falls es doch den einen oder größeren Unfall oder Schaden geben sollte, dass wir quasi das Feld wieder einfangen können. Eine Runde nochmal hinter dem Safety Car, damit diejenigen, die Schaden erlitten haben, die Möglichkeit haben, in dieser einen Runde ans Feld wieder anzuschließen und eben keinen Nachteil haben, sondern halt maximal die Plätze verwenden. Finde ich eine super Idee. Ja. Ich hoffe natürlich immer, dass wir nicht gebraucht werden in der ersten Runde, ist besser für alle. Ja. Aber falls doch, dann ist es für die Fahrer, glaube ich, eine ganz tolle Sache, dass die nicht das Rennen komplett vorbei ist, sondern quasi nur ganz hinten stehen. Das zeigt ja auch im Magenpokal auch aus, weil ich kenne es aus keiner anderen Rennserie so, was jetzt Gran Turismo betrifft. Im Safety Car. Also früher in der UTGM Drivers Series, die ja auch von Minkel damals ins Leben gerufen wurde und nach wie vor existiert, sind wir auch mal das Hauptrennen quasi hinterm Safety Car gestartet. Ähnlich wie hier, also auch zweireihig, eng aneinander. Mhm. Aber Safety Car war quasi mit dem Start sofort raus, also da gab es dann keine sagen wir, Sicherheitsrunde, falls irgendwelche Unfälle passieren oder so. Mhm. Ja, das ist gut. So, schauen wir mal, was unser Heim-Grand Prix quasi für Zeit hat. 44.397. Ich gehe mal davon aus, da könnte noch was gehen. Ja, ich versuche gerade so ein bisschen auf sein Gaspedal zu achten. Er hatte ja gestern in seinem 2-Stunden-Stint wieder Probleme mit seiner Pedalerie. Also das Gaspedal hat quasi nicht komplett zurückgestellt. Das heißt, du bist halt immer noch hast halt immer noch Gas. Ja. Annahme, obwohl du vom Gaspedal unten bist und dann lässt du natürlich schon Zeit liegen. Definitiv. Und es geht halt nicht auf voll. Mhm. Bisher habe ich jetzt noch kein Flackern gesehen im Vollgasmodus auf der Geraden, aber ja, vielleicht hat er noch ein bisschen dran gedreht. Vielleicht hat er noch ein bisschen dran gedreht. Er hatte noch ein bisschen. Ja, aber der Chris ist schnell geworden, also die MBR-Jungs, auch der GTM-Mens, also die investieren wirklich viel Zeit und werden mit jedem Rennen schneller, also egal in welcher Liga, wo wir die Jungs sehen, und zeigt auch hier, also 87.000stel, das ist ja mal wieder nichts. Nee. Ja, wenn du dann denkst, dann schaut der Benz dahinter, der hat auch nur 26.000stel, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr eng heute. Ja, kurze Strecke und aber es gibt quasi, es gibt eigentlich nur eine Stelle zu überholen und das ist Start und Ziel. Die erste nach Stadtziel. Ja. So, jetzt ist es noch 29.000 mit dem Chris, also es ist wirklich nichts mehr. Nee. Wird interessant beim Start sein und wenn die Jungs wirklich im Rennen so eng fahren, wird es sehr spannend, ja. Ja, das ist das Problem. Das Problem ist, du hast ja Windschatten auch noch, ne? Und das kommt ja auch noch dazu und das ist ja die große Gefahr eigentlich, ne? Ja, das ist leider momentan bei Polyphony alles andere als schön, hinter jemandem herzufahren, mit Gruppe 2 noch viel mehr. Also da müssen wir, das Problem haben wir alle, aber so Zweikämpfe, wie wir es noch vor 2-3 Monaten hatten, haben wir momentan durch die neuen Slipstream-Varianten nicht mehr ganz so schön. Aber wie gesagt, mal gucken, was das wird. Also wie gesagt, das ist alles hier bis auf eine halbe Sekunde sind eigentlich alle so wirklich sehr eng, die Abstände ist total. Ja. Oder Benz mit 2/10 auf dem Bend, das ist auch nicht viel. Nee. Dann El Buletto, also auch bloß 2/10, dann auch wieder 2/10, also. Ja. Oder Akamako. In Anführungsstrichen nur eine Sekunde. Ja. Hinter Winkel, gut, jetzt mit dem Frontschaden. Das kann sich aber ändern. Geht nochmal rein. Ja, Lou, du hast ja die Rennserie auch schon so ein bisschen verfolgt. Ja, ich fahre ja in der AM. Ne? Genau. Und so habe ich dann die Woche drauf immer Zeit, das mitzuverfolgen. Genau.
Was macht dich der große Unterschied aus zwischen AM und der Pro League? Was ist der Unterschied? Ja, außer, Fahrzeuge ist klar. Ja, wir fahren Gruppe 3, die fahren Gruppe 2. Ja. Ja. Na gut, ich wage jetzt mal behauptet, dass sie ja ein wenig schneller sind, ne? Ja. Aber wenn ich mir letzte Woche das Rennen ansehe, ne, da hast du zwei Kämpfe gehabt, eigentlich bis zum Schluss. Das auf jeden Fall. Also ich meine, von der Fights her, ja, eigentlich nicht viel auseinander. Nee. Ja. Mike, wie sind deine Ambitionen noch für die AM-Saison, wenn wir dich schon am Rohr haben? Ja, eigentlich wollte ich ja Gesamtsieger werden, aber nachdem der Kevin jetzt mitfährt, ja, habe ich noch P2 vor Augen. wobei, nein, also klar, wir sind jetzt das dritte Rennen gefahren. Das erste hatte ich leider Disconnect, beim zweiten gab es persönliche Schwierigkeiten. Ja. Also bin jetzt letzte Woche quasi hier in Spielberg das erste Rennen wirklich gefahren mit Punkten. Ja, man muss schauen, was sich ergibt durch die Sonderregelung im vorletzten Rennen mit den doppelten Punkten. Ja. Ist natürlich schon ja, ein kleiner Abstand nach vorne. Jetzt Top 14 mit den doppelten Sekundärpunkten kann man ein bisschen was gut machen. Also da war Top 3 sollte schon immer das Ziel sein. Und es macht Spaß mit den Jungs. Das Feld ist auch eng zusammengerückt. Ja. Also kleinere Fehler werden auch extrem schnell bestraft. Also ohne Training fährst du hier auch nicht mehr aufs Podium. Also definitiv nicht so. Ja. Der Porsche, gut, der eine mag ihn, der andere nicht. Ich finde ihn ohne Setup ja ein bisschen schwer zu fahren. Weil er doch sehr tickig ist. Der Verschleiß mit 7 war extrem hoch. Der mit 5 war jetzt schon deutlich angenehmer oder ist schon deutlich angenehmer. Muss man ehrlich dazu sagen, also Verschleiß 7 war schon sehr heftig bei dem GT3-Wagen und ich freue mich auf die nächsten Rennen nun, um ja, vielleicht auch mal gegen die Jungs wie Lou oder Bakayn zu fahren. Bisher hat es noch nicht geklappt. Wir waren immer in unterschiedlichen Lobbys, aber wir haben ja noch ein paar Läufe vor uns. Genau. Aber es macht Spaß, es ist halt wirklich rein der Fahrer und das finde ich sehr interessant. Ich mag das den Aufbau einer Rennserie, dass es wirklich rein auf den Fahrer ankommt und nicht auf den, der jetzt, sag mal, mehr Talent hat oder mehr Verständnis, ein Setup zu bauen oder nicht. Sondern quasi rein durch sein Können und durchs Training zeigen kann, was er kann. Ja. Lo, was sind deine Ziele noch in der AM League? Meine? Ja, deine? Ich habe keine. Ja, doch, natürlich. So weit wie möglich nach vorne natürlich, ne? Okay. Wobei es hier auf Spielberg ist ja nicht so gut gelaufen, da hatte ich einen Motorschaden in der dritten Runde. Und ja, das war dann ein bisschen mühselig, aber ja, natürlich so weit wie möglich noch nach vorne kommen. Klar. Das freut mich. So, müsste es doch anfangen. Ja, bitte? Jetzt seht es genauso wie der Mike, dass eigentlich so eine Serie, wo ohne Setup ist, mir also persönlich auch sehr gut gefällt. Ja, ja, da, wie gesagt, ist wirklich der Fahrer ist das Entscheidende. Wie gesagt, ein anderer kommt halt mit dem Auto einfach besser mit zurecht und nicht. So, jetzt gerade noch mal eine neue Bestzeit. Hier Paul vom Minkiel, 44.16. Und jetzt hat man ein bisschen Verkehr auf der Straße. Natürlich. Ja, ein bisschen doof. Ja, kurze Strecke, klar. Man muss halt gucken, dass du relativ freie Runde erwischt. Genau. Weil der Chris jetzt auch sich geschickterweise hinter den Minky gesetzt hat. Vielleicht kann er da ein bisschen. Nein, tut dir den Gefallen nicht. Tut dir den Gefallen nicht. Ja. Von dem her. Ja, aber. Ja, jetzt sind. Was auch geht. Holz geht noch mal rein, holt sich frische Reifen. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Nö, aber du siehst eigentlich die kurze Strecke vom Red Bull Ring oder Spielberg, wie du es auch immer nennen willst, relativ selten oder gar nicht eigentlich. Ja. Ist für mich also eigentlich das erste GT4 Mal. GT4 geht noch, aber. Ja,
der lange Kurs macht einfach mehr Spaß, muss man schon sagen. Definitiv, also, aber mit GT2-Autos auf längere Dauer glaube ich nicht so wirklich. Ja, also es ist schon, also Gruppe 2, kurzer Kurs, ist schon eine Ansage, ist glaube ich für den Fahrer, es klingt glaube ich viel einfacher, wie es wirklich ist auf dem kurzen Kurs, weil du hast aber im Prinzip 2 Sekunden, ja, vielleicht 3 Sekunden Pause auf der langen Geraden. Ja. Und die zweite Gerade fehlt dir halt und die dritte kurze fehlt dir auch. Also bist ständig am Arbeiten und gucken und die Curbs sind auch nicht ohne. Es ist ähnlich wie Nürburgring, kurze Variante. Aha. Ja, ich finde die Strecke jetzt hier, wo jetzt der Chris, ich bin gerade auf dem Chris drauf gewesen und der fährt ja quasi diesen Bogen, was du ja sonst nicht hast. Die ist extrem gefährlich, finde ich, weil du dich eigentlich nur verschätzen kannst mit Bremsen. Ja. Also die ist schwer einzusehen. Du siehst halt den groben Ausgang nicht. Sie fällt ein bisschen nach außen ab und sie geht bergab. Also das Auto wird extrem leicht an der Stelle. Muss den Bremsfuchs schon erwischen. Ansonsten, schiebt er halt über die Achse und lässt halt unglaublich viel Zeit liegen. Ja, das stimmt. Weil du brauchst einfach den guten Ausgang für das Bergaufstieg wieder. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, gucken wir Holz jetzt nochmal. Ah, jetzt hat er doch noch eine Strafe bekommen. Schwung wieder weg. Ja, die letzte Kurve ist auch typisch. Also mit den Curbs, aber zwischen Ben und Benz auch. 88.000, dann auf Holz 28, also die drei in einer Zehntel. Da könnte es nochmal eng werden ums Top 3 Quali, wer den Einzug jetzt noch schafft. Ich weiß gar nicht, ich sehe die Zeit nicht. Wie lang ist der noch? Wir haben jetzt 13, also 14 Minuten haben wir jetzt quasi vorbei. Also dann ist jetzt quasi die letzte Runde für jeden. Genau. Mal schauen, ob sich noch mal einer an den Holz vorbeischieben kann, weil die drei sind ja wirklich Wimpernschlag. Ben ist auf jeden Fall jetzt... 6.000, ja. Hat er den Holz geholt. Du sollst mal den Gosch halten, hat der MBR Tobi gesagt. Der soll fahren, statt zu rennen meckern. Schreib dir hier gerade so im Chat rein. Kann dich von mir, kann dich von mir. Der Tobi ist überall, nur nicht im Auto. Er macht's wieder ab wahrscheinlich. Das war hart. Ja, aber es ist. Ne? Na, es ist aber auch gerechtfertigt. Also irgendwo klar habt, dass er gekündigt worden ist. Aber er muss es eigentlich besser wissen. Ja. Ja, auf der einen Seite lachen vielleicht viele über Simracing, auf der anderen Seite ist Vertrag halt Vertrag. Genau. Egal ob draußen oder halt hier in einem Anführungsstrichen Spiel. Mhm. Klar, wir machen das als Hobby, aber jeder von uns steckt viel Zeit rein und nimmt es auf seine gewisse Art auch sehr ernst. Ja. Und will ja irgendwo erfolgreich sein und für sich selber oder fürs Team. Ja. Genau. Und daher, gewisse Leistung bringen und ein Vertrag, wie gesagt, ist halt irgendwo Vertrag und mehr können wir, glaube ich, von außen dazu gar nicht sagen. Nee, weil eigentlich steht ja die Firma Abt für Audi. Es ist leider... Extrem, also ich kenne den Motorsportleiter, habe ich selber persönlich mal kennenlernen dürfen, vor kurzem. Hat mir mal ein paar Einblicke geschafft in die geheimen Hallen von Abt. Ist ja nicht weit weg von mir in Kempten. Wir waren mal in Gesprächen bezüglich, Zusammenarbeit in die Richtung Simracing, aber dann kam doch Corona und dann wurde es erstmal ein bisschen auf Eis gelegt. Aber sind coole Jungs, nette Jungs. Schade, aber Abt und Audi war seit meiner Kindheit irgendwie eins. Ja, ja klar. Ja. Nachdem ja DTM ja eh nichts mehr jetzt damit zu tun haben. Muss man schauen, wie es eigentlich mit der Firma ab dann hingeht, ne? In welche Richtung. Klar machen sie noch Tuning und sind ja noch Audi-Händler und so weiter. Aber wo es halt dann im Motorsport hingeht, weil er ist ja Fahrer in der E-Formel 1, ne? Oder halt gewesen jetzt. Ja. Ich denke, der findet ein Cockpit, fahren kann er. Ja, aber es wird schwer, weil die ganzen DTM-Jungs suchen ja auch. Ne? Ja, absolut. Absolut. Das wird sehr interessant werden, was sich dort in die Richtungen entwickelt. Ich finde persönlich Motorsport immer noch, aber muss Krach machen und stinken. Ja, genau. Ganz ehrlich, bin auf der Rennstrecke groß geworden bei meinem Opa und es gehört irgendwie dazu, aber
die Zukunft und Technik lässt sich nicht aufhalten und es wird auch wohl oder übel im Rennsport immer mehr Einzug erhalten, in welcher Form auch immer. Ich kann aber einen schönen Soundfile kann ich ja machen. Deswegen. Na? Kracht und scheppert. Das Ganze, okay, genau. Stinken ist die eine Seite, aber. Das kriegt man auch noch hin. Genau. So, Glückwunsch an Mac zum Sieg der 12 Stunden. Sagt der liebe Tobi noch. Ja, Dankeschön. So, und der Ben hat sich wirklich Top 3 noch gesichert mit 6.000. Das ist geil, oder? Das ist immer richtig geil. Obwohl beide nochmal ordentlich nachgelegt haben. Mhm. Viel Glück an alle, schreibt unser lieber Luxemburger. Finde ich auch. Sehr, sehr fair. So, Top 3. Minkiel, Benz und Holz. Ja. Eigentlich ist es fast wie immer. Also es sind eigentlich immer, so finde ich, die 5 Fahrer eigentlich, wo es fast immer unter sich ausmachen. Na, da, wo ist denn der Chris, oder? Der Chris war doch Zweiter und Benz Dritter. Warte mal schnell, bei mir steht zum Augenblick quasi Minkiel. Ja, der Chris ist gerade in der Box, glaube ich, aber ist in 3 Minuten Top 3, aber Chris war, soweit ich weiß, quasi Zweiter und dann hat sich aber da... So, genau. Schreibt mal bitte in den Chat, wer heute für euch das Podium ausmacht, bitte. Genau. Genau, Minkiel, Chris und Ben, schreibt der Tobi rein. Richtig. Genau, hat auch der liebe Quantum Chris reingeschrieben, der soll sich aufs Fahren konzentrieren hier bitte. Na, soll hier nicht immer rumsch... Mann, immer... Lu, was ist dein Tipp fürs heutige Rennen? Weil kurze Strecke, kann aber einiges passieren. Winkel klar, aber ich sage, dass der Benz da bestimmt auch noch ein Wörtchen mit zu sprechen hat. Mhm. Denke ich, okay. Auf jeden Fall. So, Tobi meint natürlich dreimal MBR. Kann man machen. Ja, fahrt doch nur 2 mit. Kann man machen. Muss man aber nicht. Nee. Nein, also klar, wenn Dom nichts passiert, sage ich mal in dem Sinne, wenn er selber nicht, dann wird er mit Sicherheit. Ja, recht klar, ja. Die Winde lassen wir mal offen, weil auch mit seinem Pedal viel, momentan fährt er auch viel Assetto Corsa mit. Ist dann doch nochmal was anderes. Halt auf PC, das sind schon immer Umstellungen, das haben wir gestern gemerkt, wo er eingestiegen ist, hat er sag mal, schon ein paar Runden gebraucht, um wieder reinzukommen, weil es was komplett anderes ist, aber auch dahinter, also die Jungs waren nicht weit weg und das kann. Und wenn du nicht abreißen lässt, beziehungsweise den Hintermann nicht wirklich losbekommst, dann hast du auch trotzdem ein bisschen mehr Druck, wie wenn du Luft hast. Und Holz, Chris, Ben oder Heinz, also dahinter, glaube ich, für Podium ist halt alles offen. Also, definitiv. Wenn wir Chris, bitte start. Ja, außerdem ist der Druck jetzt noch des Heimrenns auch noch da. Wir müssen ihn doch ein bisschen fordern und so. Lieben Österreicher. Ja. So, Chris ist auf der Strecke. So, Campi, auch an dich, an den wunderschönen guten Abend und natürlich an den Rest. Schön, dass ihr da seid. 20 Leute sind wir im Augenblick. Freut mich. So, jetzt sind wir zu dritt im Chat. Unseren Safety-Car-Fahrer, den lieben Mike und der Lou, der das Ganze mit ein wenig überwacht. Und wenn ihr was zu melden habt, Jungs, sagt's einfach. Und dann kriegen wir das heute gewuppt. Vielen Dank, Chris. Danke dir. Jetzt gucken wir mal, was der Chris macht. Das ist natürlich eine extrem kurze Bomb-Up-Lap. Jo. Also muss schon auf den Punkt jetzt bereit sein. So, schauen wir uns das Ganze mal ein wenig von der Heckperspektive an. Ja, da darfst du auch nicht so weit innen über den Kopf drüber fahren, weil sonst fliegst du erstmal. Nö, hat sauber getroffen, wird schon mitgenommen. Der Apex sah auch gut aus in der Kurve, also sieht recht flüssig aus, guten Fokus gefunden. Jetzt halt nicht du für nachdenken vor der letzten Kurve, sondern irgendwie durch. Hanni, danke dir für deinen Follow, vielen, vielen Dank. Und der schaut doch bis jetzt ganz ordentlich aus, was er hier gemacht hat. Sauber getroffen am Ende.
nur die Zeit stehen bleibt. Das ist schon mal ein Ausrufezeichen. 44, 5, 1, 8 ist schon mal definitiv eine Ansage. Aber ich glaube, die erste Kurve hat jetzt ganz nicht so toll getroffen. Da war ein bisschen langsam, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Zeit noch ein wenig schneller wird. Hanni, guten Abend. Ah, Zehntel schon. Zehntel Rückstand. Das Auto liegt aber auch relativ gut auf der Straße. Es schwankt zwar wegen links und rechts. Nein, er geht schon rein, er bricht schon ab. Ja. Na gut, haben wir auch nur eine Runde, gell? Also. Ja. Naja, naja, aber war mir fast bewusst. So, dann geht der liebe Benz raus. Aber der NSX, der alte, ist einfach soundtechnisch und von der Optik ja, mit eins der schönsten Rennwagen. Das ist richtig. Halt, die wollte ich nicht, die wollte ich haben. So, und ab auf die Start- und Zielgeraden und gib ihm. Ja, Schwung sah ganz gut aus, wenn er mitgenommen hat aus der Einführungsrunde. Jetzt wird deutlich weiter außen, die erste Kurve. Schauen wir uns dann gleich mal im Vergleich das Ganze doch mal an. Auch mal hinten. Ja. Bestzeit quasi im Sektor. 2 Zehntel ist schon auch eine Ansage, also das hat man gesehen. War doch 8 km schneller oben in der ersten Kurve. Die merkst du ganz schon. Jetzt mal gucken, ob er es ins Ziel bringen kann. Ja, schaut bis jetzt ganz gut aus. Ja, ich denke mal, das bringt er ins Ziel. Ich denke mal, neue Bestzeit. Ja, die sah sauber aus. 41er, 44,1. Saubere Runde. Stark gefahren. Ja. Sehr stark gefahren. Und jetzt da denke ich mal, fällt auch der Dom jetzt mal Gas geben. 43 dann. Dom steht noch gemütlich in der Box. Was ist jetzt hier wieder los mit unserem? Fährt auch rein. So. Da der Karl Matador. Und schauen wir mal. Danach gibt Hot Dogs. Nach dem Rennen. Uiuiui. Ja, du hast halt nur 6 Kurven hier, gell? Du hast halt nur 6 Kurven. Ja. Klar, Dom ist ein mega Fahrer. Aber umso kürzer die Strecke, umso weniger ist halt der Vorteil, den er sich in jeder Kurve rausholen kann. Ja, ist klar. Und dann muss er halt auch hier echt perfekte Runde hinlegen, wenn er auf Pro starten will. Doch, aber jetzt zählt er. Wer ist jetzt da? Oh, es hat schon jemand den Raum verlassen. Ben, ja. Schon. Der Ausgang in der letzten Kurve war jetzt nicht so perfekt. Uiuiuiui, das war's mit der Pole, glaube ich. Das war's, glaube ich, mit der Pole. Das wäre mal, wie soll man sagen, es wäre mal echt spannend. Bullet hat auch verlassen, aber nicht, dass die Lobby schon wieder zusammenbricht. Ist schade, weil wenn du jetzt gerade als Fahrer unterwegs bist, guck, und es gehen die Leute raus, das hast du jetzt mal den Bildruckler. Das stört ungemein, das war letzte Kurve. Oder wenn raus ist, jetzt wieder. Das ist natürlich, sollte man während der Hotlap eigentlich nicht machen. Na, bricht auch ab, aber hat er recht. Das ist nicht so. Ja, gibt eine neue Hotlap für den Michael. Ja. Also wenn rejoinen, wenn irgendwas nicht passt, dann kurz warten oder so, aber. Genau. So. Wiesi, einen wunderschönen guten Abend. Du bist gerade live. Hallo?
Hat wahrscheinlich noch gar nicht gemerkt. Ja. So, nochmal. Minkin wird wahrscheinlich nochmal fahren. Und ist ja auch fair, finde ich. Das noch eine Runde. Es wäre natürlich auch spannend gewesen, wenn er natürlich nicht auf der Pole gestanden hätte. Aber schade. Na gut. Trotzdem erstmal schaffen. Ja, genau. So, was aber Dom schreibt, er startet von 3. Wer will? Wie gesagt, die Chance. Also er dürfte ja. Er dürfte, aber gut. Er dürfte, wie gesagt, wäre auch kein Problem. Na? Ja. Ja. Ja, schauen wir mal, ob er noch fährt. Gut, er fährt nochmal. Das ist gut. Dann konnte ich meinen Jungs mal eben noch schnell sagen, dass sie doch die Reifen bitte auch den Safety Car noch ändern. Regenreifen oder was? Ich hatte noch Regenreifen drauf. Das ist doch beim Safety Car, glaube ich, nicht so wichtig. So, jetzt schauen wir mal. So. Schauen wir nochmal. Ja, es ist nur ein kurzer Wildbackler, aber wenn der halt mit in der Kurve ist oder beim Einlenken, ja, ist dann das natürlich. Versetzt halt das Auto und man hat schon stark gesehen, gerade Ausgang letzte Kurve in der Warm-up. Da leicht über die Vorderräder geschoben. Ja. Nicht optimal getroffen. Aber das kann er kann es noch rausholen. Na. Glaube ich trotzdem nicht dran. 19,7. Glaube nicht dran. Dadurch, dass halt jetzt die Lobby zurückgesetzt wurde, ja, haben wir natürlich keinen Vergleich jetzt dann direkt. Na, da kam er sehr quer. Ja, nee, das glaube ich nicht, dass es schafft. Ja, ist schon vorbei. Nee. Konzentration muss man auch sagen, ist auch weg. Aber Platz 3 ist egal. Eigentlich. Ja. Na? Ah, dann. Ja. Ja, so ist es halt manchmal, ne? So ist es. Aber Glückwunsch an GTM Benz. Sehr stark gefahren. Hingelegt zur Pole, ja. Ja. Ja, das war super. Muss man mal wirklich anerkennen. Auch von den anderen Leuten, dass es halt wirklich saubere Arbeit machen. Das ist. So. Ich wäre für einen neuen Lobby-Neustart. Ja, ich wäre trotzdem dafür. Also ich hab wenig mitbekommen, aber was war, welche Probleme hatte Ben? Ja, das weiß ich irgendwie ganz raus. Und Elboletto? Also ich habe jetzt im Quali nichts gesehen, dass die irgendwie Probleme hatten. Ich hatte beide auch im Bild, keiner hat geleckt. Nee, aber sah eigentlich alles gut aus. Rennstart 25, alles klar, dann gehe ich auch nochmal. Jawohl. Bis gleich, Mädels. Ich gehe mein Auto abholen. Genau, mach das. So. A tragedy, I'm a beautiful disaster. A reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved. Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh.
Stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel it. Bin wieder da. So, gehe ich auch mal schnell die Lobby wechseln. Besser ist das mit dem Lobbywechsel. So. Dass wir da auch keine Probleme haben. Ich hoffe, ihr seid noch da. Muss ich mal schnell gucken. Hab meine Kommentatoren und alles noch da ist. Jo, scheint gut zu sein. Ist alles noch da. Sehr schön. So, wie findest du es bis jetzt? Gut. Gut. Freut mich. So, kommen langsam alle wieder. Ja, ja, Lobby ist auf. Ah, ja, ja. Der Mike muss mal schauen, ob er mit den Winterreifen jetzt zurechtkommt, was er draufgezogen haben. Regenreifen. Ja. So, einzige ist Minky bloß auf der. Chris fährt jetzt mal raus. Fahren alle nochmal raus. Hallo, hallo, hallo Echo. So. Hallo, hallo, hallo. So. Was, Echo? Wer hat ein Echo? Otto hatte früher ein Echo. Hallo Otto, hallo Echo. Oder wie war das? Früher. Lu hat Echo? Ja, jetzt muss aber weg sein. Ah, genau. Kennst du noch. Tobi kennst du wahrscheinlich noch mit Otto. Wer so ein bisschen die ältere Generation ist. Mike müsstest du auf jeden Fall kennen. Ottifanten. Ja, auch. Aber mit Hallo Echo, Hallo Otto. Ja. Das kennt man noch. In einem gewissen Alter kennt man sowas noch. Jetzt wissen alle, dass wir alt sind. Oh. Danke, Grossi. 28 plus, das weißt doch. Wir sind alle 28 plus. Ah, knapp. Ganz knapp. So. Oh, das Safety Car, Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen, unser Safety Car Fahrer. Ja. Um Boxenbugs zu vermeiden, stellen wir uns zurück auf die Strecke. Und dann geht's ja gleich los. Ah, Tobi, du wirst ein Faible für alte Filme haben. Hm, ist klar. Ja, ist klar.
60 km/h, bitte. Na, eigentlich 80, aber... 60 hat er jetzt in Chat geschrieben, der Chris. Ja, als Frage, oder? Hat er das Chat? Okay, 60 ist gut. Zum Feld einsammeln in der Kurve. Mhm. Damit alle rum sind. Eine Minute, ladies and gentlemen, one minute, please. Ich klinge mich dann aus, ich wünsche viel Spaß beim Kommentieren. Ja, du kannst gerne im Chat bleiben, wenn du willst, das ist kein Thema. Ja, aber ich klinge mich dann danach aus und verbringe noch ein bisschen Zeit mit meiner Frau, wenn ich sie mal sehe. Mhm. Ja, klar, aber du bleibst bis quasi erstes. Ja, klar, sowieso. Erste Kurve und quasi, okay. Ja, alles klar. So, guten Abend. Wir wünschen natürlich allen Fahrern erstmal erfolgreiches Rennen. Genau. Und Zuschauern ein spannendes Rennen. Ja, das gleiche von mir auch. Wie gesagt, in der ersten Kurve gewinnt man natürlich das Rennen. Also bitte, merkt euch das. Immer. Nur dort. Ja. Nein. Wir gehen davon aus, dass es besser wird wie letzte Woche. Genau. Tilly Cheese, vielen Dank für deinen Follow. Danke dir. Ich denke mal, es wird aber auch spannend, wenn du überrundet wirst. Na, weil du ja eigentlich... So, das Finale hat begonnen, Ladies and Gentlemen. Schauen wir mal, ob die Lichter noch funktionieren. Genau, funktioniert noch. So, ich wünsche euch allen viel Spaß im Chat. Haut in die Tasten, freut eure Jungs an. Und du schaust so mal etwas weiter hinten. Ich schau mal so... ab. Genau. Ich halte. 1 bis 4 quasi. Pole-Setter ist genau. Unser lieber Mike auf der 1. 40 Minuten Renn-Action hier auf Spielberg. Und schlechter Start von unserem Pole-Setter hier. Ja, so, dann gehe ich noch mal schnell die Startaufstellung quasi durch. Da Benz auf 1, Chris auf 2, Minkiel 3. In dem Fall ist er jetzt auf Platz 4, aber weil wir Safety kaufen, also Platz 3. Ben auf 4, 5 Holz, 6 Apoletto, 7 Heinz, 8 der Rascal. Oder Cäsar, wie wir es damals genannt haben eigentlich. So, 9 Akamako, Impressive Beats auf 10. Und als letztes unser Quantum Chris. So, ist weg. Und dann schauen wir mal. Schön, so ein bisschen an. Ja, sind alle jetzt schön beisammen. Alle schadefrei, ja. Genau. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So. Schalten wir es noch ein alles. Ich gehe mal durch, ob es jetzt schon Schäden gegeben hat. Erste Runde. Hans 9, Chris 9, Minkiel 9, Ben 9, Heinz 9, Oletto, ja. Akamako. Holz hat Motorschaden. Holz hat Motorschaden. Safety Car bitte. Safety Car, Safety Car. Kommt raus, Ladies and Gentlemen. So, und er stellt sich an. So, wir behalten es im Chat. Und das erste Safety Car dieser jungen Saison. So, sie kommen jetzt langsam auf Start- und Zielgeraden. Safety Car, Jungs, Safety Car, langsam. Jetzt muss es langsam checken und es wird heruntergebremst. Safety Car Phase, sehr schön. Wunderbar. Genau. Alles gut. So, El Poletto, du bist da ein bisschen weit vorne. Wäre natürlich gut, wenn du dich wieder so einsortieren, wie es war. Das wäre auf jeden Fall schon
So. Können wir die gelben Flaggen ausmachen? Safety Car ist draußen. Na? Bist der Elbolettio nicht weiter hinter? Jetzt ist es soweit, genau. Benz auf 1, Chris. Ich denke mal, dass die gleiche Startaufstellung jetzt nochmal gemacht wird. Ja, der Ding ist auch dran. Jo. Der Ben. Wieso fährt Ben vorbei? Das ist eine gute Frage. Entweder muss er in die Box oder wird er jetzt nochmal eine Runde fahren. Das ist ja, dann wäre es ein bisschen arg spät. Was ist das denn aber? Wieso? Er fährt doch mal in die Box, okay. Okay. Verstehe ich nicht. Ja, hat auch Motorschaden. Dann fahr noch eine Runde, bitte. Ja. Noch eine Runde hier, weil Ben auch Motorschaden hat. Ja, haben wir drauf gehabt. Von dem her ist alles gut. Genau, Frontschaden ist okay, aber hier sieht man es auch nochmal schön. Ben mit Motorschaden. Unser lieber Cäsar ist auch in der Box mit Schaden. Und kommen auch wieder pünktlich raus. Sehr gut gemacht. Ist alles noch okay, alles noch im grünen Rahmen. Im grünen Bereich, nicht grünen Rahmen. So. So, dafür ist unser Safety Car da und da ist es wirklich sehr, sehr gut gelöst und Mike sehr schnell reagiert. Und jetzt zieht er gleich weg und jetzt fängt sich quasi das Starterfeld wieder ein. Genau. So, bitte Startaufstellung einnehmen, Jungs. So, einen wunderschönen guten Abend an den Chat. Schön, seid ihr gerade wieder zum Restart da. Restart Nummer 2. Und spring um. Und schon wieder gelbe Flagge, warum? Nein, bin nur ich. Achso, okay, alles klar. Und jetzt green. Und sie geben Gas. So, ich schau mal die Autos schnell durch, ob es Schäden nochmal gegeben hat. Oh, Ben hat leider verlassen. Müssen wir mal nachfragen, später im Nachgang, warum. Hier leichter Stoßstangenschaden bei Impressive Beats. Aber sonst können wir hier durchmachen. Gut, passt, kannst du in die Box. Und Rennen ist gestartet. Knapp 35 Minuten noch zu fahren, hier im dritten Lauf. Erste Runde ist quasi jetzt schon absolviert. Benz als Nummer 1. Dann Platz 2, der liebe Chris, der gefolgt von Winkel. Er kann sich schon absetzen. Gehen wir mal in die Hauptansicht hier. Riesiger. Okay. So, machen wir die Maske drauf wieder, Jungs. So, viel Spaß beim Raten des Spritverbrauchs. Und jetzt bin ich gespannt. Weiß ich nicht, angeblich ist noch jemanden draufgefahren, der Band. Ja, das soll sich die liebe Rennleitung nochmal anschauen. Er hatte auf jeden Fall noch ein Problem, der liebe Ben. So, gehen wir mal die 1 durch. Ja, liebe Benz 1, gefolgt von Chris 2. Minkiel da drin auf 3. Liebe Heinz auf 4. Dann El Bonetto auf 5. 6 Akamako, 7 Holz. Ein hat es hier einen Wechsel gegeben. 7 Holz, 8 Cäsar, 9 der liebe Impressive Beats, 10 Quantum Chris und El Bonetto hat die schnellste Rennrunde gehabt mit 45,303. So. Schauen wir mal, ob sie jetzt Minky nochmal probiert hier auf Start und Ziel geraten. Ne. Nichts. Aber auch ungewohnt hier für den lieben Minky etwas weiter hinten zu starten. Lu, wo bist du gerade drauf? Ich bin hinter bei Holz und Mako. Genau, sagst du mir bitte Bescheid, wenn es da richtig zur Sache geht oder noch mehr? Ach,
mache ich, ja. Dann bleibe ich hier mal vorne kurz auf diesem Zweikampf drauf. Der liebe Benz kann sich gleich absetzen. Kurz hinter kann ich mal auf der Holz aufgehen. Der ist 8000stel am Makro dran. Der Platz ist 6-7. Okay, ja, jetzt sind wir drauf. Es ist ein richtiger Dreikampf hier mit unserem Luxemburger Freund. Gehen wir in die Haube und beide werden gejagt von unserem Luxemburger. Jetzt auf Start und Zielgerade. Dann gehst du aber bitte wieder vorne drauf, dass mir hier ein bisschen, na, wenn ich hinten drauf bin, dass du dann bitte vorgehst. Ja. So, und jetzt Akamako ist von Holz geschnupft worden, der jetzt auf 7. Ja, Tobi, muss man halt sehen. Wie gesagt, das war jetzt halt so, dass drei Leute von MBR waren. Wie gesagt, wenn es halt so ist, ist doch auch okay. Darf ja jeder so viel Fahrer stellen, wie er mag eigentlich. So, Holz kann sich schon absetzen von Akamako. Ah, jetzt ist mein Kill am Christmann. Okay. Aufstand. Bin ich drauf. Danke. Habt sich schon mal gezeigt, mein Kill. Aber er kommt noch nicht vorbei. So, kommt ein bisschen weit raus. Jetzt ist Minkiel außen vorbei. Minkiel, Platztausch hier auf Platz 2. Minkiel hat sich jetzt auf Platz 2 vorbereitet. Und jetzt jagt natürlich Chris Minkiel. Aber Minkiel ist irgendwie jetzt gerade schon einen Tick schneller. Ja. Hat sich schon absetzen können. Ach. Ja, Benz jetzt schon eine Sekunde. Ja. Vorne weg. Aber wir müssen gucken, wie das Ganze ist. Ne? Sagt, Chris hat 1,6 Sekunden vorm lieben Heinz. Heinz hat 1,1 Sekunden vorm El Boleto. Dann kommt der Holzi, der knapp eine Sekunde hat vom Akamako. Akamako ist immer noch vor unserem lieben Luxemburger, aber Akamako hatte eine Strafe drauf. So, dann hat liebe Cesar schon Vorsprung. 6 Sekunden vorm Chris. Und Impressive Beats ist auf dem letzten Platz. Der hat wahrscheinlich irgendwas gehabt. Ja, weil ist auf dem letzten, war eigentlich Chris. Oh, muss schauen, dass er die Karre hält. So, hopp, Pizza-Modus. Ja, eine Sekunde hat jetzt der liebe Benz noch vor sich. Ja, alle sind, glaube ich, jetzt so eine, ja, im guten Sekundenbereich. Hier der Hotdog-Pizza-Wagen vom Heimdebütanten quasi hier auf dem Red Bull Ring. So, jetzt persönliche Bestzeit für Minkiel. Abstand bleibt immer noch gleich. Knapp eine Sekunde. Kann sich aber zu leicht vom lieben Chris absetzen. So, schauen wir dahinter. MBR Heinz fährt auch bis jetzt ein sehr souveränes Rennen, hat 1,4 Sekunden Vorsprung vom lieben El Boleto. Komm, El Boleto, hast du das letzte Mal auch kein schlechtes Rennen abgeliefert hier, knapp 30 Minuten vor Ende des Rennens. So, Bestzeit liegt immer noch bei beim Benz mit 44,451. Holz hat eine gleiche Zeitstrafe, würde ihn aber nicht interessieren, weil kannst du eh wieder abbauen. Kein Thema hier. So, unser luxemburgischer Freund hat 3 Sekunden nach hinten, 3 Sekunden nach vorne und 2 Sekunden nach hinten auf Akamako. Konnte schon echt ein bisschen absetzen. Akamako hat sich im Augenblick ein bisschen Abstand dazu gefahren zum Chris, der nicht wirklich rankommt. So, Penalty-Staffel bei Impressive Beats. So, und jetzt ist Minkiel dran. Minkiel ist dran. Ja, er kommt dann wirklich auf Bös hinten dran. Ja, wie gesagt, er hat jetzt echt gut aufgeholt. Ne? Es ist ja nichts mehr. Windschattenbereich ist auf jeden Fall da. Aber wir sehen ja schon in Runde 14. Also die Reifen bauen definitiv schon ab. Ja, aber Dom konstant mit 44er Zeiten im Gegensatz zu, naja, Benz eigentlich auch. Die letzte war ein bisschen schlechter, aber hinter auf Platz 6 El Boleto und Holz, die sind da auch noch mit dem diskutieren. Ja, ne, die tauschen sich gerade aus.
sehe ich. Ja. Aber eine Sekunde Vorsprung. Ja, muss mal kurz. Ne, geht noch. Geht noch. Das ist ungefähr derselbe Abstand. Ich bleib mal bitte. Bleib du mal bitte hinten bei Holz. Ich gehe mal zum Zweikampf vorne. Ja, ich bleib bei Dennis vorne, ja. Gut, er kann sich absetzen. Gerade so ein leichtes bisschen wieder. Ein bisschen Abstand vergrößern. Der liebe Benz konnte sich mal ein bisschen aus der Schlinge befreien. So. Low Legend, vielen Dank für dein Follow. Danke dir. Schön, dass du da bist. So, knapp 500stel Vorsprung. Er ist dran. So, wie schaut es jetzt mit dem Kollegen Heinz aus? Heinz hat schon 6,5 Sekunden Rückstand, 1,5 Sekunden Vorsprung. Dann Holz wird hier weitergejagt von El Boletto. Ja, Holz kann die 1,2 Sekunden Strafe zum Schluss des noch das Genick brechen. Ja? Hatten wir beim letzten Rennen erst. So, El Boletto hat 3,4 Sekunden Vorsprung vor unserem lieben Luxemburger, der Agamaco gepackt hat. Agamaco mit Strafe und MBR Chris könnte in der Box gewesen sein. So wie es ausschaut. Gerade eben, ja. Ja, war auf Platz 3, jetzt ist er auf Platz 8. Boxenphase beginnt jetzt so langsam. So, Chris sieht endlich mal einen vor sich. Das wird ihn freuen. Impressive Beats hält den Abstand zum Chris. So. Immer noch sehr starkes Rennen hier von dem lieben Benz. Abstand bleibt auch wirklich gleich. Beide, leichtes Schlingern hier, leichtes Übersteuern. Auch hier wieder bei Minkil. Na, die Reifen werden natürlich schlechter. Der Curb kommt und dir zieht das Auto hinten natürlich weg. Dann ist der Drift natürlich vorprogrammiert, aber er fährt ja auch ohne Traktionskontrolle, was ich noch weiß. Ich glaube, es wird sich auch seitdem nichts mehr geändert haben. Aber es schaut wirklich sauber aus von beiden. Ne? Die schenken sich überhaupt nichts. Finde ich sehr, sehr stark. So, gehen wir mal nochmal aufs Pärchen El Boletto. Ja, da konnte sich Holz jetzt mal ein bisschen befreien. Genau, habe ich gesehen. Und er kommt jetzt, fährt jetzt auf den lieben Heinz auf, hat aber noch 1,4 Sekunden Vorsprung. Na, siehst du, da wird er seht, gehen sie jetzt beide in die Box? Jetzt in die Box, ja. Genau, super. So, Boxenphase beginnt. Low Legend, nein, das ist eine feste Serie, die im Augenblick das dritte Rennen hat der Saison. Wenn du dich bitte an den an Facebook GT Markenpokal und schreib den Jungs bitte mal eine Nachricht, dann kannst du eigentlich zur neuen Saison dich in der Amateurliga beweisen. Minkel in der Box. Genau, Minkel in der Box, da kannst du dich beweisen. Meld dich aber bitte beim GT Markenpokal mal bei Facebook und schreib den lieben Chris an. Der gibt dann weitere Informationen, wie das dann vonstatten geht. Wie gesagt, die Saison ist am Laufen. Wir haben zwei Ligen am Laufen, eine Amateurliga und eine Pro-League. Heute bist du bei der Pro-League, schaust dir heute zu. Und die Amateurliga findet quasi im Wechsel wöchentlich mit der Pro-League statt. Immer auf denselben Strecken. Genau. Qualifier Cup, richtig. Genau. Qualifier Cup kann sich darüber dann qualifizieren. Ja? Kambi, vielen Dank. So. Geht weiter. So, jetzt geht der liebe Chris in die, liebe Benz in die Box. Minkel hatte auch eine leichte Zeitstrafe. Wird jetzt wahrscheinlich, genau. Danke dir, lieber Mike, für den Link. Und Minkel wird jetzt reingehen. Kommt er jetzt? Kommt er? Wo bleibt er? Wo bleibt er, der liebe Benz? Minkil ist hinter Benz. Das ist ja Wahnsinn. Er konnte sich nicht die Führung schnappen. Benz bleibt vor Minkil. Benz bleibt vor Minkil. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Einen schönen guten Abend an den Chat. Schön, dass er reinschaut hier beim dritten Lauf
in Spielberg. Neue Bestzeit hat der liebe Chris mit 44.142. Ich glaube trotzdem, dass die 43er Zeit heute noch fällt. Lu, siehst du das auch so oder siehst du es nicht so? Auf jeden Fall, also denke ich, dass die Benz sehr. Ja, konnte sogar seinen Vorsprung ein bisschen ausbauen, der liebe Benz. So, Platz 3 Chris hat sich wieder auf den dritten Platz vorgekämpft, nachdem er schon den Undercut gemacht hat und früher in der Box war. Heinz auf 4.5 Holz. Immer noch mit Strafe. Elboreto 6. Der liebe Pascal auf 7. Chris jetzt auf 8. Scheint es noch nicht. Ja, doch, war schon in der Box. 9 Impressive Beach. AK Marco jetzt auf 10. So. Boah, Minkiel hart über die Curbs. Sehr, sehr stark. Hat das Auto noch abgefangen. Ja, Minkiel hat wirklich mit dem Auto zu kämpfen, muss man wirklich so sagen. Minkiel hat auf dieser Strecke mit dem Auto zu kämpfen. Er gibt natürlich alles, er will natürlich ran. Und jetzt hier Bestzeit jetzt von Minkiel. Das könnte auch eine neue Bestzeit werden, weil Windschatten, wenn er noch ein bisschen rankommt, zieht er natürlich auch noch mit. Persönliche Bestzeit hat er schon. Ist aber noch nicht die Gesamtbestzeit. Die hat immer noch der liebe MBR Chris. Schön gefahren, schön den Körper mitgenommen, schön ihn reingestochen. Und das könnte. Und neue Bestzeit für. Nein! Hat doch zu viel Zeit gekostet. Na, da hat irgendwie das bessere Gefühl heute. Das ruhigere Auto hat definitiv der liebe Benz heute. Gegenüber Mikkel, aber ich find's geil. Ich find's geil. So, 24 Minuten haben wir schon gefahren. 20 Minuten haben wir noch zu gehen, Jungs. Und Mädels natürlich. So, wie schaut's denn hier aus? Ja, ich schaue euch gerade. Chris habe ich gesehen. 3,7 Sekunden auf Minkiel. Ja, und der liebe Mike spricht es an. Im Windschatten hast du keine Chance. Der frisst dir deine Reifen ohne Ende. Da gebe ich dir recht. Na, Heinz auf 4. 5 immer noch. Holz 6. El Boletto. 7 unser Luxemburger. 8 der Chris. 9 Impressive Beats, der langsam von Akamako. Bleib du bitte mal auf 9 und 10 drauf. Ja. Na, weil Strafe hat Impressive Beats und Akamako ist gleich dran. So, Benz liefert aber eine saustarke Performance ab. Das ist richtig, gebe ich dir auch recht. Na, ich finde, der hat auch im Augenblick ein bisschen den ruhigeren Fahrstil. Klar, ist aber auch immer geschuldet, was du hast. Du mit Traktionskontrolle fährst oder ohne. Und jetzt kommen dann so langsam die Überrunden. Aber jetzt ist er wieder kurzzeitig dran. Gehen wir nochmal in die Hauptmannsicht vom lieben Minkiel. So, wieder Bestzeit hier im Sektor von Minkiel. Er verliert hinten raus immer so ein bisschen dann, wenn er dann auf Start und Ziel geraten kommt. Ja, man ja, sieht auch die. Marco ist dran an. Gut, dann schaue ich mir das Ganze an. Das war Platz 9 und 10. Genau, jetzt bin ich drauf hier. Schauen wir mal Platz 9 und 10. Da kann Marco ist dran. Also Impressive Beats, kleiner Fahrfehler gehabt. Ja. Und dann ist er natürlich sofort dran. Genau, jetzt ist er dran. Er müsste auch gleich kriegen. Er muss so ein bisschen den Gas lupfen hier, der liebe Akamako. Und ich denke mal, auf Start und Zielgeraden kann er bekommen. Bleib du bitte mal vorne auf 1 drauf und 2. Lass mal das hier nicht verpassen, wenn Minkiel nochmal angreifen sollte. Ja, oh, geht weit raus der Liga. Und jetzt macht er den Fehler. Jetzt macht er den Fehler und Akamako geht vorbei. Da im Hintergrund sieht man schon die zwei. Von hinten kommt jetzt Benz und Minkiel an. Genau. Ich sehe es. Ich sehe es, ich habe es gerade richtig drauf. Ja. So, Überholmanöver sieht man es natürlich auch, Jungs, für euch, dass ihr es hier wisst. Blaue Flaggen hier, wird geschwenkt hier. Ja. Für euch. Und jetzt gehen wir mal hier auf die
Protagonisten auf Halt. Überrundung 2. So, schauen wir uns das Ganze von hinten an, weil sieht man natürlich auch schön Akamako. Und davor dann. Jetzt wird es natürlich nochmal spannend. Liebe Zuschauer. Da musst du natürlich jetzt richtig vorbeikommen. Die Jungs müssen natürlich mitspielen. Das kann dir aber auch Zeit kosten. Ja, Holz hat leider auch Disconnect gehabt. Schade. Aber das könnte jetzt hier der Vorteil für Minky sein. Da, er kommt besser eigentlich aus der Kurve raus. Aber Holz, Benz zieht leicht weg. Und jetzt muss er Platz machen. Jetzt muss Akamako definitiv Platz machen. Na? Es ist natürlich hier, fährt natürlich auch sein eigenes Rennen, ist klar. Na, aber so ein bisschen. Jetzt geht er nach innen rein, macht schön Platz für die beiden Führenden. Sehr schön, vielen Dank. Sehr gut gemacht, Akamako. Müssen wir später mal fragen, was der Holz hier und der Ben dann damals gehabt hat. Aber es ist Wahnsinn, dass der Benz da immer ein Tickchen besser aus der Kurve kommt. Na? Also wie gesagt, Minky muss ich wirklich anstrengen heute. Und das finde ich richtig gut. Boah, wieder leichtes Versetzen des Fahrzeugs, 15 Minuten vor Schluss. Wir haben noch 15 Minuten, wir haben schon 30 Runden hinter uns. Und das kostet natürlich auch Nerven. Beziehungsweise, wie wir es im Vorfeld schon gesagt haben, dass du halt keine Zeit hast zum Verschnaufen eigentlich. Ja, ich denke mal, einen Boxenstopp werden wir auf jeden Fall heute noch erleben. Sehr schön. So, gehen wir nochmal durch. 1 Benz, 2 Minky. Dann MBR Chris ist in der Box. Dann fängt die Boxenphase schon zum Teil an. So, dadurch ist Heinz auf 3. El Boletto ist auf 5. So, 6 ist unser Luxemburger Freund. 7 Quantum Chris. 8 Marco und Impressive Beats ist auch in der Box. So. So, lieber Lu, was hältst du hier von dem Rennen für heute? Von heute. Lu? Was hältst du bis jetzt von dem Rennen? Ja, also wie gesagt, sehr spannend auf so einem Kurs. So einem kurzen Kurs ist das, ja. Also ich finde es halt extrem spannend, dass ich, klar gibt es relativ wenig Zweikämpfe zum Teil, aber das, was wir hier sehen... Ja, was Benz und Minky da machen, das ist schon, der Rest zieht sich ein wenig, aber... Genau, nein, wieso kann es nicht sein, der Lou macht kein Nickerchen, der Lou ist konzentriert, weil es ist für ihn auch das erste Mal, dass er hier mitkommentiert und... Ja. Genau, und wie gesagt, der schaut sich das Ganze ja auch mal ein bisschen an. Und von dem her alles gut. Macht's echt einen guten Job. So, kommt bitte ein bisschen wegfahren, der liebe Benz. Ja, du kannst mal bei Chris und Boletto sind da auch. Platz 4 und 5. Ja, sehr gut. Die zwei tauschen natürlich Motor- und Abgasgeräusche aus. Sehr schön, wie er dranhängt. Ja, gib danach, Boletto. Boletto gibt nach und innen geht er vorbei. Starke Aktion hier vom Chris. Richtig fair von beiden. Ohne Berührung. Aber El Boletto will natürlich den Platz wieder zurückkommen. Aber Chris ist einfach der schnelle Fahrer. Das wissen wir ja. Er ist einfach der schnelle Fahrer und von dem her wird er ihm auch wahrscheinlich wegfahren. So, Minky in der Box. Minky geht wieder eher in die Box wie der liebe Benz. Natürlich. Er muss hinten ja schauen, dass er vielleicht ihn noch mal irgendwo erwischt, dass er vielleicht noch vor ihm rauskommt. Ja. Und El Boletto geht auch in die Box. So, dadurch Heinz 1, Benz 1, Heinz 2, Chris auf 3. Chris ist auch an Binkiel vorbei jetzt erstmal. Nee, doch nicht, hat so ausgesehen. Minkiel auf 3, hat jetzt den lieben Heinz vor sich. Heinz muss aber selber noch in die Box. Was macht jetzt Benz? Benz schiebt weiter an, denkt noch nicht, dass die Reifen so verschlissen sind bei ihm, dass er
in die Box muss. Ja, hat mal ein bisschen Luft jetzt. Weil wenn du die ganze Zeit einen, Heinz ist jetzt leider auch schon in der Box, wenn du die ganze Zeit im Nacken einen hast, der wurde die ganze Zeit immer und immer wieder anschiebt, das kostet Kraft. 15 Sekunden Vorsprung. Das könnte, wenn es Glück hat, könnte Benz gerade so vor ihm nochmal rauskommen wieder. Also Heinz jetzt in der Box. Knapp werden, ja. Ja. War ja vorhin auch schon knapp. Ja, da war es knapp eine Sekunde. Läuft, geht Benz rein. Ja. So, Benz ist jetzt in der Box. Jetzt bleiben wir auf Winkel mal drauf. Wo kommt er raus? Benz steht jetzt. Ah, Minky kommt jetzt auf Start- und Zielgeraden. Jetzt ist er auf 1. Neue Bestzeit, Minky 0,43, 9,97, 43 Sekunden. Und jetzt kommt er aus der Box und Benz scheint es doch wieder zu packen, dass er wieder auf der 1 bleibt und er bleibt wieder auf 1. Wahnsinn, das gibt's doch nicht, oder? Wieder ums Arsch lecken, liebe Zuschauer. Starke Performance von Benz. Minkiel wird sich auch denken, es gibt's doch nicht. Jetzt habe ich wieder einen Undercut-Versuch gemacht und es funktioniert wieder nicht. Obwohl ich jetzt schon neue Bestzeit hingelegt habe, aber stark. Wieder genau wie vorhin auch. Genau. Low Legend, das ist kurze Version, ja. Und jetzt hat natürlich den Vorteil der Benz, dass er die besseren Reifen drauf hat. Diese eine Runde kann dir wirklich dazu verhelfen, den Sieg nach Hause zu fahren. Wir haben noch knapp 10 Minuten. 10 Minuten, Ladies and Gentlemen, hier in Spielberg, auf Spielberg, in Österreich, wie auch immer. Eine Sekunde vorbei. Es hat sich im Endeffekt nichts geändert. Der liebe Chris ist jetzt noch mal rangekommen. Jetzt nur noch 2,2 Sekunden auf Minkiel. Vielleicht, wenn er Glück hat, kann er da auch noch mal mitmischen. Boxenphasen sollten jetzt eigentlich. Nee, Chris. Chris muss wahrscheinlich noch mal. Ja, Boxenphasen sind neu ganz rum. Chris ist auch in der Box. El Boletto war schon. El Boletto kriegt jetzt wieder Besuch von unserem Luxemburger. Servus. Jetzt ist er dran. So. Impressive, was bei dir los? Knapp 10 Minuten noch zu fahren. Kann der liebe El Boletto, kann er den lieben Pascal hinter sich halten? Wie schaut es vorne bei dir aus? Ja, also knappe Sekunde schon noch vorne der Ben. Gut. Gut, bei Pascal, der muss nochmal in die Box. Ja. Nein. Von dem Wetter schaut natürlich nach Regen aus hier, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr regnen. Aber das wäre halt echt die Härte jetzt, wenn es jetzt nochmal Regen geben würde. Keine Chance heute, ja, Schaden gehabt und dann kein Vortrieb mehr, bringt nichts, okay? Schade, Impressive Beats hat das Auto abgestellt. Ja, und der liebe El Boletto kann jetzt auf eine Sekunde wegfahren. Ne. Wie schaut es beim El Boletto aus? Muss der auch nochmal? Nein, El Boletto muss nicht. So. Zeit bleibt immer gleich, fast im 700stel. Bis eine Sekunde. Beim Chris ist minimal ein bisschen mehr. Aber der liebe Heinz. Achso, es ist ein Überrundeter. Okay, alles klar. So, 700 noch, 8 Minuten noch zu fahren. 8 Minuten, liebe Zuschauer. Und Benz liefert eine wahnsinnige Leistung heute ab. Und mit der Gruppe 2 hier zu überholen, bleibt ja eigentlich auch nur Stadtziel eigentlich. Ne? Stadtziel und dann jetzt dann nach der Rechtskurve quasi. Nach der Wittkurve. Ja, Bergaufpassage, ja. Mhm. Er muss aber auch immer ein bisschen weg zu sein. Ja. So. Da kommt er einfach besser raus aus der Kurve hier. Und das bringt ihm den Vorteil, weil da immer das Auto von Minkit immer leicht instabil wird. Ja. Aber
Jetzt hat persönliche Bestzeit jetzt nochmal. Jetzt muss er natürlich nochmal, er will nochmal ein bisschen zulegen, aber wie gesagt, diese eine Runde, was der liebe Benz da einen reifen Vorsprung hat, würde ich jetzt mal so sagen, könnte ihm verhelfen, den ersten Sieg heute einzufahren. Aber wie gesagt, wir haben noch ein paar Minuten. Und neue Bestzeit für den lieben Benz, 44,291. Ne? Minky gibt alles. Oh, Strafe für Chris. 1,7 Sekunden. Da muss er natürlich schauen, dass er sich noch runterbringt. Vor Ablauf der Uhrzeit. So, hat 14 Sekunden Vorsprung vorm Heinz. Der wiederum 8 Sekunden Vorsprung vom El Boleto. Und El Boleto auf 5. 2 Sekunden vor unserem Luxemburger. Quanto und Chris, oh, hat ein bisschen Zeitstrafe, macht nichts. Nach vorne geht bei ihm nichts mehr. Nach hinten zu Agamago hat er 3 Sekunden und Impressive Beat steht in der Box, hat das Auto abgestellt. Schade dafür. So, 1,1 Sekunden. Er versucht nochmal anzuziehen, der liebe Benz. Wo sind denn hier die GTM-Jungs? Feuert mal euren Benzi an, dass er hier den ersten Sieg der Saison heimfährt. Der Abstand ja wieder ein bisschen größer, 14. Ja. Ja, ich denke mal, dass die Reifen so langsam. Ja. Oder Minkiel jetzt vielleicht noch vielleicht einen Gang runter schaltet. Ich weiß nicht. Weil so viel Abstand hat er jetzt die letzte Zeit noch nicht gehabt. Ja, vielleicht wieder ein, zwei Runden nochmal geschwind. Ja, er verliert jetzt, aber er dürfte nicht zu viel nachlassen, weil sonst ist. Ja, weil sonst ist er weg. Genau, jetzt könnten noch ein bisschen Reifenschonen fahren vielleicht. Schauen wir mal, aber Benz wirklich starke Performance heute. Aber ja, jetzt ist die Frage. Ich schaue auf die Tankuhr. Und das kann vielleicht für einen Benz ein Nachteil sein. Vielleicht hat er zu wenig getankt. Bitte? Ja, die blinkt. Und wir haben noch 5 Minuten fast. Wenn er sich jetzt da verrechnet hat mit dem Sprit, das wird ihn ärgern. Chris ist auch nochmal in der Box. Vielleicht muss Mikkel auch nochmal, ich weiß es nicht. Ja, das ist schwer zu sagen. Ja, wie gesagt, ich habe ja bei mir, ich sehe es nicht, was der Tank noch ist. Ich sehe nur die Tankuhr, dass sie blinkt. Und habe ja bei mir alles ausgeschaltet, auch für die Jungs. Könnte sein. Könnte sein, dass Minky Spitzband wird. Scheint fast so. Gehen wir nochmal durch. 1 immer noch Bett. 2 Minky. 3 der liebe Chris. 4 Heinz. Heinz ist dran an Benz. Geh du mal bitte auf Minky und auf Benz. Ich bleib mal hier auf Heinz drauf. Okay. Chris muss schauen, dass er die Zeitstrafe abbaut. 1,8 Sekunden kostet ihn definitiv dann den Platz 3, das Podium. Freunde. Er muss es abbauen. Jetzt kriegt er auch bei Minkil die Tankuhr. Okay, ja, aber das ist. Boah, hat er wahrscheinlich. Müssen wir mal dann gleich mal gucken. Oh, leichter Wackler bei Heinz. Fährt ein bisschen weit raus. Jetzt ist er weg. Jetzt ist Chris weg. Das Ding mal war's mit dem Podium. Da ist er jetzt zu weit weg. So, dann gehen wir mal auf El Boleto. El Boleto hat Platz 5. Wenn er das Auto nicht noch wegschmeißt, hat er wahrscheinlich Platz 5. Intos. Beim lieben Luxemburger ist das gleiche. Geht nach vorne, nach hinten nichts mehr. Weil Chris kriegt eventuell noch Probleme von Agamago. Da kriegt er vielleicht noch Probleme. Er muss kämpfen. Ja, aber Minkiel ist dran, oder?
Nein, hat konstanter Abstand von 1,5 bis 1,7. Okay, gut, dann kann ich nochmal auf den Chris gehen. Jetzt sind so gerade kleine Fahrfehler gehabt, Kurve 1. Mhm. Der Winkel. Sind sogar 2 Sekunden. Jetzt bin ich gespannt. So, Akamako ist dran am lieben Chris. Chris, locker bleiben. Es sind noch 2 Minuten zu fahren. Knapp 2 Minuten zu fahren. Wenn es schlecht sind, sogar noch 3 Runden. So, Akamako ist eigentlich der schnellere, oder? Schauen wir mal auf 7, 8, letzte Runde 45. Es geht. Jetzt ist er drauf. Blaue Flagge zum Überholen. Der liebe Chris ist dahinter. Ja, sieht man es im Hintergrund. Und Platz 6. Oh, Chris macht den Fahrfehler. Ah, da war der Druck einfach zu groß. Oh Mann, Chris, du Knaller. Würde ich ja fast sagen, aber... So. Das ist noch nicht die letzte Runde. Wir werden noch 2 fahren wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ich, ja. Ich bin gespannt. Aber es sieht so aus, entweder fangen das Minkiel Benz Folge kann. Jetzt sind es schon 2-3. Ja, schauen wir mal. Beide müssen ein bisschen Sprit fahren, weil die Tanko leuchtet beide schon. Beide müssen ein bisschen mit dem Sprit aufpassen, ja. Ja, gut, aber sie haben ja 13 Sekunden Vorsprung. So, Akamako. Ja, da. Hat den lieben Chris vorbeigelassen. Chris muss auf jeden Fall die Uhr noch runterlaufen lassen hier. Oh, Marco macht auch den Fehler. Marco. Auch einen kleinen Fehler gemacht, einen kleinen Rutscher hier. Müssen wir mal unseren lieben Chris fragen, dann, was er da wieder für einen Bock getrieben hat. Er hat einen Bremspunkt verpasst. Kann ja gar nicht anders sein. So, 10 Sekunden noch. Eine. Genau. Letzte Runde jetzt hier beim dritten Lauf. Und der Chris ist schon im Ziel, Akamako, Askel ist schon im Ziel, Quantum Chris ist schon im Ziel. Und wirklich, man muss sagen, perverse Performance hier vom lieben Benz. Hey Boletto, komm, mach Platz. Nicht, dass da noch Probleme gibt, die 2 Teamkollegen. Sauber. Und Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch dem lieben Benz, Wahnsinn, Platz 1. 2 Minkiel, Wahnsinns-Performance heute. Und Chris Platz 3. Heinz 4, El Boletto 5, Pascal 6, 7 Akamako 8. Der liebe Chris 9, wahrscheinlich wird da Impressive Beats ein 9 gerechnet. Hammert, starke Leistung, wirklich. Richtig stark. Federfreies Rennen von Chris Minkiel. Heute nicht in der Lage, ihn sich zu packen. Hammerhart. Sehr geiles Rennen. Hat echt Spaß gemacht. War schön anzuschauen, ja. Genau. Super. Das hat wirklich Spaß gemacht zu kommentieren. Wahnsinn, echt geil. So hat sich wahrscheinlich Minkiel auch sein Heimrennen nicht anders vorgestellt, ja. Genau. Aber gut, wenn der Benz so eine Performance zeigt, muss man echt gratulieren. Hammer hat. Das ist echt. Wird's auch von Minkiel schwer, ja. Genau. Sehr, sehr geil. Wenn euch solche Rennen gefallen, Jungs und Mädels, lasst doch ein Däumchen da. Jede Woche. Markenpokal, Pro League und Amateurliga. Wahnsinn, stark. Sehr, sehr geil. Performance ist richtig stark gewesen heute. So, dann zeige ich euch das Rennergebnis hier nochmal, Freunde. So, können wir das hier ausmachen. So, Benz mit 40 Minuten 34
1,541. Dann hat natürlich Minkiel, man hat es gemerkt, dass er dann zum Schluss der letzten drei Minuten so ein bisschen langsamer gemacht hat. Minkiel auf 2, MBR Chris auf 3, MBR Heinz auf 4, El Poletto 5, Rasgell auf 6, Akamako 7, Quantum Trost auf Platz 8, 9 Impressive Beats noch gezählt und unser Safety-Car-Fahrer wird auf Platz 10 gelistet, aber gibt es ja in dem Sinne nicht. 2 Disconnects hatten wir leider mit dem lieben Ben und dem lieben Holz, da müssen wir dann mal nachfragen. Schnellste Rennrunde hat der liebe Minkiel mit 43,997. Hammer hat. Sehr, sehr geil. Ja, ja, Chris, warst wieder verwirrt. Geile Performance, wirklich sehr, sehr geile. So, schreib mir hier mal natürlich was rein hier. Halt, da bin ich falsch. Ja. So, Glückwunsch ans Podium natürlich. Echt stark gefahren. Kein Problem. Sehr, sehr gerne wieder. Lou, war echt gut. Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu kommentieren. Es freut mich. Dankeschön. Gerne wieder. Und ich wünsche euch allen heute Abend noch einen schönen Abend. Ich lasse jetzt den Chat noch ein paar Minuten auf, dann könnt ihr noch ein bisschen sehen, was die anderen quasi schreiben. Alle Zuschauer, schönen Abend. Genau. Vielen, vielen Dank, Lou. Na? Kein Problem. Kein Problem, Campi. Danke dir. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Schauen wir mal. Schreiben Sie noch was im Chat, die Jungs. Hier drin. War wirklich ein geiles Rennen, muss man schon wirklich sagen. Das war jetzt also eigentlich. War bockstark. Ja, na, es war, glaube ich, das beste, spannendste Rennen, was ich jetzt in der Pro League, was ich kommentiert habe. War es heute echt gut. Ja, also. Ja, und schauen wir mal, vielleicht kriege ich noch jemanden ans Rohr. Guck kann. Warten wir noch mal. Ich schau mal, ob ich noch einen dazu holen kann. Hab ich ihn drin? Habe ich einen Benz? Habe ich drin? Linky müsste ich eigentlich auch drin haben. Und laden wir sie mal ein. Ob sie vielleicht kommen noch. Dann laden wir natürlich unseren Chris auch noch dazu ein. Moin. So, da ist er ja. Herzlichen Glückwunsch, lieber Benz. Glückwunsch, ja. Ja, danke. Sehr, sehr geile Performance heute, muss man schon sagen. War sehr unerwartet, kann ich sagen. Die Performance von dir war exzellent. Also, wie gesagt, gut, dass fällt mir das Wort nicht ein, danke. Dass der Minkilis Problem gehabt hat, halt dann, dass die anderen draußen rein sind aus dem Chat und dass er das vielleicht ein bisschen abgelenkt hat. War ein bisschen unglücklich, aber er hatte ja alle Chancen und von dem her. War aber ein richtig geiles Rennen, muss man sagen. Ja, ich fand es auch eigentlich ziemlich entspannt sogar, muss ich sagen. Also ja. Dafür, dass ich eigentlich in meiner Vorbereitungszeit ungefähr 5 Runden gefahren bin auf der Strecke, nur um zu gucken, ob das Setup halbwegs passt, das Ergebnis okay. Das war auf jeden Fall. Wie gesagt, du warst halt, dein großer Vorteil war, dass du aus den Ecken immer ein bisschen besser rausgekommen bist wie Minkiel.
Und er ja durch das, dass er ohne Traktionskontrolle fährt, ihn das Auto immer leicht versetzt hat, das hat er immer so einen gewissen Vorteil verschafft. Ich fahre ja auch ohne TKS, aber ich bin in einem höheren Gang einfach gefahren und dann bleibt das Auto ruhig auf Vollgas. Könnte möglich sein, ne? Wie gesagt, vielleicht kommt er ja noch rein. Ich habe ihn noch mal mit eingeladen. Aber wie gesagt, war eine starke Performance, war von mir aus gesehen das beste Rennen in der Pro League bis jetzt von der spannend war es auf jeden Fall am meisten, finde ich heute. Und da Emily geht immer vorwärts und aber heute war echt. Mingil hat sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt heute. Hallo, fragen wir ihn doch. Hi, grüß dich, Dom. Glückwunsch zu Platz 2. Ja. Glückwunsch, ja. Wie war für dich das Heimrennen heute? Hat eh gepasst. Ja, das im Quali war halt Pech einfach, ja. Also ich hätte die zweite Runde auch nicht unbedingt nochmal fahren müssen. Ja. Aber ja, ich habe die zweite Runde dann eh schon in der ersten Kurve verschissen und dann am Schluss auch abgebrochen, von dem her. Ja, das war ja, und das Rennen ist halt im Moment der Fluch der GTS-Physik. Ab GT3 geht halt nichts mehr im Windschatten. Also einfach, ich musste halt jede Kurve sicher vom Rausbeschleunigen her, wenn ich Benz beim Rausbeschleunigen so beobachtet habe von der Zeit her, konnte er halt, weil er viel mehr Grip auf der Vorderachse dadurch hatte, weil er eben niemanden vor sich hatte, konnte sich mit einem Gang höher fahren. Ja. Und ich musste halt einen Gang niedriger fahren, mehr Risiko nehmen, dass das Ding überhaupt irgendwie um die Kurve kommt und keine Ahnung, das macht den GTS einfach keinen Spaß mehr, vor allem mit GT2 nicht mehr. Ja. Weil ich glaube, so im Rennen drin war ich, glaube ich, einen Zacken schneller wie er, aber sobald ich da wieder ran war, ich habe es auch mal versucht, mir ein bisschen zurückfallen lassen, wieder hinfahren, aber wenn die Reifen einmal im Arsch sind beim Hinterherfahren, dann ist vorbei. Dann habe ich auch einmal so in die Box reingepusht, um eben einen Undercut zu machen, dass ich dann auch noch eine tolle Strafe bekommen habe, warum auch immer. Eine richtig schöne GTS-Strafe. Und beim zweiten habe ich dann nochmal alles auf eine Karte gesetzt, habe den Undercut versucht, so richtig durchzuziehen, bin dann, glaube ich, dabei auch sogar die schnellste Runde gefahren. Genau. Nur, keine Ahnung, mit dem GT2 auf so einer kurzen Strecke, da kannst du halt fast keinen Undercut machen, weil die Runde einfach zu kurz ist mit 40 Sekunden. Ja, ich habe mich jetzt halt echt gewundert, dass du halt immer hinterm rausgekommen bist, aber das war wirklich diese eine Nuance quasi. Nee, es war einfach nur eine zu kurze Strecke, um da mit dem neuen Reifen einfach genug rauszuholen. Und ich sag's einmal so, bei solchen Strecken wird der Pole-Setter, wenn er das Auto nicht komplett wegschmeißt, wird der Pole-Setter da immer gewinnen. Das ist einfach so. Ist in den 4 Rennen genauso. Ja, es war aber echt spannend anzuschauen. Ja, aber da war für Benz eigentlich nie Gefahr. Also ich habe nie das Auto dazu gehabt, ihm da wirklich, wirklich anzugreifen. Also ich konnte zwar ranfahren, nur die Reifen wurden dann so abrupt viel schlechter, dass es war einfach nicht möglich. Also die einzige Möglichkeit war halt mit Undercuts und da war halt einfach die Streckenlänge zu kurz. Daher, ja, ist das Rennen eigentlich relativ vom Start schon gelaufen gewesen. Ich habe es zwar versucht, aber es ist halt das rausgekommen, was ich meine schon beim Rennstart gedacht habe. Ja. Aber so ist es halt mal, ne? Hätte ich halt Pull holen müssen. Das ist richtig, ne? Und das noch aber beim Heimrennen auch noch. Ne? Der Benz ist, glaube ich, die Runde seines Lebens gefahren. Nein, ja, also schnell war ich noch nie. Ja, ich habe mir schon gedacht, ja. Ja. Du hast die erste Kurve richtig gut erwischt und die rechts. Der Rest war eigentlich normal, aber Die erste Kurve, glaube ich, ist das, was dir gerettet hat. Die Pole, glaube ich. Die war echt abnormal. Die ist genau getroffen. Ja, naja, auf jeden Fall. Gratulation. Sein, dass ich gerade eine ganze Stunde lang Gruppe 3 auf der Strecke gefahren bin. Und dadurch schon im Trim war, diese Kurve immer zu fahren. Ja, also ich fahre ja im Moment nicht wirklich GT2. Jetzt das völlig, ich weigere mich ja, seit die Physik Changes da waren, ich weigere mich mit GT2 zu fahren. Das ist einfach, macht einfach keinen Spaß. Also mir macht es keinen Spaß mehr. Also es wird sicher genug geben, denen es Spaß macht. Ja. Aber mir macht halt persönlich halt keinen Spaß mehr, GT2 zu bewegen in GTS. Kann ich mich nur anschließen. Gestern beim 12-Stunden-Rennen konnte ich gegen Leute kaum was machen, obwohl die eine Sekunde bis anderthalb Sekunden pro Runde langsamer waren. Ja, geht halt nicht so fertig machen mit den Reifen. Geht halt nicht ohne Grund lange
Threads davon auf GT Planet, ne, wo sich die Leute beschweren, dass ab GT2 und SF19 und so weiter, dass da eigentlich immer die Pole-Setter gewinnen. Ja. Aber ist halt einfach, ja. Ist halt so, wie sie es halt kaputt gemacht haben, das Spiel. Ja, der Chris wird sich bestimmt zur neuen Saison was überlegen, was fahrzeugtechnisch was angeht. Haben wir N300. Ja. Von dem her, war echt schön anzuschauen. Danke, dass ihr nochmal da wart für ein kurzes Interview. Ich danke nochmal Lou und von dem her wünsche ich euch noch einen schönen Abend wann noch. Danke fürs Zusehen und bis nächste Woche. Ciao. Jo. Ciao, ciao.